Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Wildstar. Nachdem wir in der letzten Folge neben diesem dauerschnupfigen kleinen Blockköder Goldstück bezwungen haben, haben wir jetzt die einmalige Möglichkeit, auf diesem Ravenok zu reiten. Und die wollen wir einfach mal nutzen und steigen auf. Mach dich bereit fürs Rennen. Oh, scheiße. Herausforderung beginnt! Woo! Komm her, komm her, komm her. Komm her. Tempo Boost. Lauf, 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 lauf. Haben wir gewonnen? Nachdem ich einmal komplett. Goldrang verliehen. Nachdem ich einmal komplett in die falsche Richtung gelaufen bin. Aber wir können wieder mit der Kollegin hier reden. Oh, ein Anruf vorher. Jeder kann lernen, wenn er nur bereit ist, zuzuhören. Handwerk für das Dominion in Elevar. Deine Vorgesetzten verlangen deine Dienste. Meine Händler werden Nexus der Zivilisation zuführen. Mit einem fein gearbeiteten Meisterwerk nach dem anderen. Berufe, bin es dabei. Wird nicht einfach werden, aber du scheinst der Aufgabe gewachsen zu sein. Jetzt kommen die Berufe auf uns zu. Aber erst sprechen wir mit ihm, ihr. Du musst zurück zum Camp. Ernsthaft? Moment. Ach, das ist quasi wie so ein Mini-Taxi-Stand. Cool. Ich hätte jetzt aber gern irgendwo vielleicht eine Bank. Ah, dort unten war die Bank, wenn mich nicht alles täuscht. Hier habe ich Wissen übersehen. Wie konnte ich nur? So. Bank, ich komme. Dass wir mal unsere ganzen Klamotten und so ablegen können. Hier. Und zwar legen wir hier die Samen hin. Die Midi-Spritze, die behalten wir erstmal. Hier sind nochmal Samen. Rezepte. Ein bisschen ordnen will ich es ja. Gut. Beziehungsweise das lassen wir mal hier. Und ordnen das mal hier hin. Plus das. Und jetzt kommen die Kostümsachen. Und die ordnen hier Farben machen wir mal hier hinten hin. Nein, die behalten wir. Ist auch Kostüm. War das auch Kostüm? Nein, das ist Rüstung. Nein, das... Das Kostüm. Ich habe auf der falschen Seite geschaut. So. Jetzt haben wir eine proppevolle Bank. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, wenn wir die Rezepte dann irgendwann mal lernen können und verwerten, fallen die weg und damit auch die Plätze. Und das Kostümzeug, das zeige ich euch mal in einer anderen Folge. So. Und bei dem Händler... Huch, ich habe noch die Bank anvisiert. Verkaufen wir unser altes Schild. Gut. Hervorragend. So, was gibt es denn jetzt zu tun? Sprich mit Hauptausgräber Radik Viljus und sprich mit Meisterhandwerkerin Tiberia. Das machen wir zuerst, weil es einfach hier in der Nähe ist. Warum hast du einen Haken über dem Kopf? Du bist Cecilia. Was soll das denn sein? Ah, okay. Was hast du denn für eine Aufgabe mit uns? Ja, ist ein gutes Wetter zum Fliegen heute.
Meine Mine auf dem Asteroiden M13 ist mit Aliens verseucht, wusstest du das? Ich suche ein paar Leute, die mir draufliegen und diese xenomorphische Bedrohung ausrotten. Du wirst mit dem schon fertig. Darauf kannst du wetten. Machen wir aber nicht jetzt, denn jetzt machen wir erstmal den Berufekram. Jeder kann lernen, wenn er nur bereit ist, zuzuhören. Die Geheimnisse des Handwerks sind die stärkste Waffe des Dominion. Clint Sherwood, bist du bereit zu lernen? Deine Anwesenheit wird andernorts verlangt. Handwerklich begabt? Dann versuch dich doch als Waffenschmied, Rüstmeister, Schneider, Ausstatter, Architekt oder Technologe. Wenn du lieber sammelst, kannst du auch Bergarbeiter, Überlebenskünstler oder Reliktjäger werden. Fort mit dir! Du wirst erwartet. Wir werden anscheinend erwartet. Lerne zwei Berufe von Handwerkstrainer Posca. Du! Oje, oje. Darüber habe ich mir noch überhaupt keinen Kopf gemacht, was ich denn gerne lernen möchte. Mit meinem Esper war ich Überlebenskünstler und Architekt. Aber was mache ich denn mit meinem Chua? Schneider fertigen leichte Rüstungen aus Stoffen an, die von humanoiden Gegnern erbeutet wurden. Schneider können auch Stoffe durch den Handel unter Freunden erwerben oder durch den Besuch der Rohstoffbörse. Dieser Beruf kann gut mit allen Berufen kombiniert werden, in denen etwas gesammelt wird. Reliktejäger. Diese bergen Omniplasma und eldanische Relikte aus alten Ruinen. Dieser Beruf kann gut mit dem des Technologen kombiniert werden. Ergänzt aber auch die meisten anderen Herstellungszweige, da einige der mächtigen Gegenstände oft Teile eldanischer Relikte erfordern. Architekten fertigen Bausätze, Einrichtungsgegenstände und stationierbare Kriegsbasen. Da dies eine gehörige Portion Geduld und Tonnen von Ressourcen erfordert, überlässt man die Architektur am besten unternehmungslustigen Abenteurern. Dieser Beruf kann gut mit dem des Überlebenskünstlers kombiniert werden. Er wird ergänzt durch den Bergarbeiter, Bauern und gelegentlich den Reliktejäger. Technologen stellen medizinische Vorräte, werteboostende Elixiere und Feldtechnologien durch die Kombination von Omniplasma und Kräutern sowie anderen Naturprodukten her. Sie restaurieren auch eldanische Relikte, um Sonderverrichtungen daraus zu fertigen. Dieser Beruf kann gut mit dem des Reliktejägers kombiniert werden. Überlebenskünstler schlachten Tiere wegen ihres Fleisches und häuten sie. Sie ernten auch Holz mit einer Lasersäge. Dieser Beruf kann gut mit dem des Ausstatters und des Architekten kombiniert werden. Der Ausstatter. Die fertigen mittelschwere Rüstungen und Unterstützungssysteme, die mit Mikrochips und Energiekernen betrieben werden. Dieser Beruf kann gut mit dem des Überlebenskünstlers kombiniert werden. Bergbau. Ich habe etwas im Auge und muss mal kurz... Okay. Kann ich wieder lesen. Bergarbeiter bauen wertvolle Erze, Kristalle und Edelsteine ab. Dieser Beruf kann gut mit dem des Waffenschmieds, des Rüstmeisters oder des Architekten kombiniert werden. Der Rüstmeister. Die schmieden schwere Rüstungen und Kampfschilde, die mit Mikrochips und Energiekernen betrieben werden. Dieser Beruf kann gut mit dem des Bergarbeiters kombiniert werden. Und last but not least... Waffenschmiede. Die schmieden tödliche Waffen und Waffenaufsätze, die mit Mikrochips und Energiekernen betrieben werden. Dieser Beruf kann gut mit dem des Bergarbeiters kombiniert werden. Also rein vom Lesen her tendiere ich schon wieder zum Überlebenskünstler und Architekt. Und ich denke deshalb, dass ich das lernen werde. Gut. Manches habe ich hier noch nicht gesehen. Den Baum, den gab es bereits in den Beta-Phasen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Talente auch einzeln gab. Aber wir lernen noch einen zweiten dazu, nämlich den Architekten. Neue Errungenschaft. Anfängerarchitekt. Grobe Abzäunen, Metallstreben, Rohrkolben. Nur Gras und Ocker. Und Sandsack. Okay. Jetzt müssen wir wieder mit ihr hier sprechen. Jeder kann lernen, wenn er nur bereit ist, zuzuhören. Sein Geschäft verstehen.
Ausgezeichnet. Da du gut geübt hast, kannst du nun tief in die Mysterien des Handwerks und der Logistik eindringen. Du hast mich beeindruckt. Das war keine einfache Aufgabe. Materialien für Anfängerarchitekten. Bevor die Arbeit beginnen kann, sind Materialien nötig. Wenn du bereit bist, dein erstes Projekt zu beginnen, werde ich dich mit allem versorgen, was du brauchst. Gut gemacht. Bis jetzt. Die Überlebenskünstler-Expedition. Überlebenskünstler wie du sind Hauptquelle für hochwertiges Hartholz. Um angemessene Häuser zu errichten, müssen wir uns auf ständigen Nachschub an lokalem Bauholz verlassen können. Fort mit dir! Du wirst erwartet. Okay, wir haben schon einiges an Holz gesammelt. Architekt, nimm das Holz und die Vorräte von mir und fang mit deiner zugewiesenen Aufgabe an. An der Handwerksstation gibt es alles, was du benötigst. Deine schillernde Anwesenheit wird andernorts erwartet. Okay. Warum hat die eigentlich hier so ein Symbol über dem Kopf? Die? Zweifle nicht an der Weisheit der Eltern. Anscheinend sollten wir mit der sprechen. Was ist denn das hier? Ist das eine Station? Eingezäunt. Auftrag. Für die Befestigung von Elevar benötigen wir Hausbaumaterialien für unsere Truppen und Siedler. Erfülle deine Pflicht. Zum Ruhme des Dominion. Nehmen wir mal an. Brombeerbummel? Dringend. Suchfunktionen zeigen einen Mangel an Zierlaub in unserem Inventar an. Handwerker wird aufgetragen, sofort Brombeersträucher klein zu liefern. Nehmen wir auch mal an. Und Begutachtung der Begabung. Nachricht. Seid gegrüßt, Architekten. Beweist eure Hingabe zum Imperium, indem ihr Metallplattformen für mich, Meisterhandwerkerin Tiberia Marcella, herstellt. Und übrigens, ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Nehmen wir alles an. So. Klappen wir mal zusammen die Quest hier um. Ich sehe das wieder nicht so gut. Gut. Rüste die Lasersäger für Anfänger aus. Haben wir die schon im Inventar? Tatsächlich. Wo habe ich jetzt hin ausgerüstet? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Besorge Metallplattformen für Meisterhandwerkerin. So, jetzt müssen wir erstmal knorriges Kernholz suchen. Die Bäume sind anwählbar, aber ich weiß leider nicht mehr, wie diese Bäume aussahen. Ich hätte... Oh, was ist das? Das ist riesengroß. Das nehmen wir mal mit. Wo ist das Holz, das wir brauchen? Hier unten auch nicht. Wenn ich das... Ah, ihr sagt mir nicht, wo es ist. Okay. Wir müssen es suchen. Da steigen wir noch nicht ein. Wir gehen mal da oben schauen. Ist auch nicht das Holz, das wir brauchen. Ich hoffe, dass es überhaupt noch so wie Nabeta ist. Da konnte man dann den jeweiligen Baum anwählen. Und sägen. Wenn ich den jetzt aber gleich nicht finde... Die Folge ist ja eh gleich vorbei. Dann checke ich die Bäume schnell offline. Wir starten wieder an einer anderen Stelle als zuvor. Weil ich dann wahrscheinlich schon an so einem Baum stehe. Ach, das war ja lieb. Huch. Wir gehen mal in einen Wald. Sind alle lieb, nicht wahr? Ja. Hier muss ja irgendwo
Entsprechend. Oh, hier bin ich an einer Quest gerade eben vorbeigelaufen. Hab ich die auf der Karte gerade gesehen? Wo ist sie? Ein Buch. Sehr schön. Neuen Sprengstoff an Dunkelfängen getestet. Dunkelfänge in Stücke gerissen. Prototyp auch. Finde Teile und baue Prototyp wieder zusammen für die Wissenschaft. Hinweis 1 von 3. Großes Malvarina hat Oxian verschleppt. Teil steckte in Oxian. Durchsuche Rest von Malvarina. Oder Malvarine? Vielleicht findest du Teil. Hinweis 2 von 3. Sammler Slangs. Im Wald echt dumm. Tragen gern glitzige Sachen. Einen töten, dann vielleicht Teil rausfallen. Dunkelfänge vergraben Dinge. Blöde Viecher. Suche bei ihren Lagern. Unterirdisch natürlich. Okay. Oh, Wissen. Immer her damit. Und du, was hast du für eine Quest? Bereite deine Waffe auf ein Blutbad vor. Wachsame Verteidigung. Halte deine Klinge bereit. Dagun nagen jeden Tag an unseren Außenposten. Die strahlende Sanitäterin Vakuna wurde auf ihre Patrouille verletzt. Überprüfe ihren Zustand. Sie warten auf deine Ankunft. Oh je, die sind alle so vergiftet, wie wir hier drüben sehen. Über die bin ich erst eiskalt drüber gesprungen. Okay. Aber diese Quests, die, liebe Leute. Oh, hier ist sie schon. Die wollte ich sagen, die lösen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern in einer der nächsten, wenn es wieder heißt Let's Play Wildstar. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und zugeschaut habt, und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dann, tschüss.